wie das ganze Bankensystem. Banjo, Hansen und Konsorten. Wir sind doch nur darauf aus, das Geld aus der Nase zu ziehen und uns zu prellen und zu betrügen. Aber reden kann man doch wenigstens mit Ihnen. Keine Diskussion! Das Geld, das bleibt hier! Bei mir! Für jetzt! Und für immer! So, Egon, wenn du zwei Köpfe hast, müsstest du doch eigentlich auch zwei Geizhälse haben. Richtig! Jetzt habe ich aber genug. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ist das der Dank dafür, dass ich euch zu Millionären gemacht habe? Was wollt ihr noch von mir? Ihr habt eine Villa, schönen Ausblick, gekaltes Bad, Swimmingpool, drei Farbfernseher. Wir sind reich, wir bezahlen keine Steuern. Wir sind glücklich. Kapiert ihr das nicht, ihr Hornochsen? Ja, doch. Selbstverständlich, das ist gewaltig. Ich habe meine so betrachtet. Und wenn du uns ein bisschen am Riemen reißt, dann werden wir nichts davon entbehren, bis ans Ende unserer Tage. Vorhang auf, wir sprechen über den 23. Bautzner Theatersommer. Bei mir ist Lutz Hillmann, der Intendant und Regisseur. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Die Olsenbande hebt ab. Aller guten Dinge sind drei. Vielleicht ein kurzer Einstieg in den Handlungsstrang? Naja, das ist mit zwei Sätzen nicht erklärt. Wir schließen an die Handlung, mit der wir aufgehört haben voriges Jahr. Die Olsenbande ist in Spanien auf Mallorca und denkt dort jetzt glücklich zu sein, weil sie Geld haben und auf Mallorca sind. Aber wie sich das immer so dann ergibt, mit Geld ergibt sich das Glück nicht automatisch. Und ihnen wird das Geld auch gleich wieder vom dummen Schwein abgenommen. Darüber sind sie gar nicht so unglücklich, weil jetzt haben sie wieder zu tun. Jetzt können sie wieder Pläne schmieden und das geht dann auch sofort wieder los. Und Banjo Hansen muss das Geld abgenommen werden. Der lässt sich natürlich nicht so einfach abnehmen, weil er gerade dabei ist, sich selbst zu rehabilitieren. Der kommt ja auch aus dem Knast, wie wir im letzten Jahr ja feststellen mussten. Und er versucht, wieder politischen Boden unter den Füßen zu bekommen, indem er eine Ausstellung in Kopenhagen organisiert, und zwar eine deutsche Ausstellung über das Deutschtum sozusagen, und hat sich dadurch auch Unterstützung aus Deutschland geholt mit in dem sogenannten Schwarzen Baron, der Beauftragte für delikate Angelegenheiten der Bundesregierung, der dann auch Kunstgegenstände und weitere Gegenstände für die Ausstellung aus Deutschland bringt. Und die werden nun wiederum von der Olsenbande geklaut und sollen dann gegen ihre 10 Millionen ausgetauscht werden. Das klappt auch, klappt aber nicht, weil der Banjo Hansen diesen Plan durchschaut und durchkreuzt und die Bande steht wieder vor dem Nichts. Und sie holt zum finalen Schlag aus, indem sie ihr Geld nun gerade in der Oper, in der Königlichen Oper in Kopenhagen zurückholen will und sich zu diesem Zwecke durch alle Aufenthaltsräume der Künstler zur Musik von Kuhlau durchhämmert, sägt und sprengt. Soweit klar. Sie haben ja vorhin im Mediengespräch schon mal gesagt, dass diese Szene im Opernhaus eigentlich die sei, die den Olsenbanden-Fans am besten gefallen hat und die sie am schnellsten abrufen können. Dass es aber auf der anderen Seite auch eine enorme Herausforderung ist, das auf eine Theaterbühne zu bringen. Also zumindest ist es mir so gegangen, wenn man jemanden fragt, was ist denn die Szene, die dir am besten gefallen hat oder die am meisten hängen geblieben ist, dann ist das immer die Theaterszene mit der Musik und so. Das beeindruckt alle. Aber das ist auf der Bühne deswegen so schwer herzustellen, weil ständige Umschnitte sind zwischen dem Orchester und den Aktionen der Olsenbande. Weil das Orchester ja auf die Aktionen der Olsenbande eingeht. Und das auf der Bühne herzustellen, ohne dass man dem Publikum vorschreibt, wo es gerade hinzugucken hat, das ist natürlich ungeheuer schwierig. Also das Fokussieren auf den jeweiligen entscheidenden Punkt, wo man hingucken muss, der ist auf der Bühne natürlich ganz anders zu bewerkstelligen, als man das im Film durch die Kamera ganz anders machen kann. Und das ist eine große Herausforderung. Wir haben aber trotzdem ein Orchester auf der Bühne. Die Musik wird ertönen und wir werden das alles in Echtzeit, so wie das im Film ja eigentlich, wenn man den Film herstellt, nicht macht. Da hat man immer viel Zeit dazwischen. Wir müssen das in Echtzeit, wir müssen das schaffen, uns durch diese Wände dort zu schlagen. 78% aller Tickets sind schon im Vorverkauf weg. Wie erklären sich diesen gigantischen Erfolg?
Ja, ich kann man drüber sinnen und spekulieren. Ich denke schon, dass es erstens mal damit zusammenhängt, dass die Osenbahn eine sympathische Geschichte und sympathische Figuren ist, zu denen man Sympathie hat. Denen geht so vieles schief und dann rappeln die sich wieder hoch. So möchte man gerne auch sein, dass man sich immer wieder hochrappelt, wenn einem mal was schiefgegangen ist. Und die natürlich auch nicht immer ganz legal mit vorgehen. Das ist eigentlich auch sympathisch, muss man sagen, dass nicht immer alles regelgerecht stattfindet. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass die meisten Menschen diese Filme, diesen Stoff während der Jugend, während der Kindheitstage ja das erste Mal kennengelernt haben. Und das hat man hier östlich der Elbe eigentlich eher getan als in anderen Gegenden. Und so dass man, also die hier sozialisiert sind, im Osten sozialisiert sind, damit auch einen Gegenstand haben, auf den sie ganz besonders stolz sein können und den sie vielleicht auch den anderen Menschen, die auf der Erde sonst so leben, auch erklären können, warum das so toll ist. Und da hat man was, was einem gehört und worauf man auch mit Recht stolz sein kann. Also ich erinnere mich an eine Szene zum Auftakt des Kartenverkaufs im April. Da standen die Menschen schon lange vor der Eröffnung der Theaterkasse bis weit in die Schilleranlagen hinein. Und ich habe mich dann in der Situation gefragt, was möge wohl im Kopf des Intendanten vorgehen, wie er das denn im nächsten Jahr toppen will. Die dpa-Kollegin hat vor uns gesagt, gibt es nach der Olsenbande noch einen Theatersommer? Ja klar, gibt es ja noch einen Theatersommer, das kann nicht aufhören. Nein, aber man muss sich natürlich genau die Frage, warum funktioniert die Olsenbande so gut, muss man sich natürlich stellen, um vielleicht auch Schlussfolgerungen zu ziehen, was man weitermachen kann. Dass es jetzt vielleicht nicht mehr diesen berauschenden oder Erfolg geben kann, darüber müssen wir uns klar sein. Aber dennoch haben wir versucht, einen Stoff zu finden, ein Stück zu finden, was daran also eigentlich auch von der Sympathie oder von dem Stück weit Lokalpatriotismus auch ein bisschen anknüpft. Und das ist Die Sonnenallee, dieser Film, der ja auch für Furore gesorgt hat und der ja ähnlich damit spielt, wo man so sagt, ja, wir haben unsere Jugend verbracht, wir haben unsere Kindheit verbracht und das ist auch was wert. Also wir lassen uns das auch nie runtermachen und ist man auch ein bisschen stolz drauf. Und davon handelt dieser Film ja, von dieser Zeit, in der man erwachsen wird, in der man auch sich auflehnt gegen bestehende Dinge und so weiter. Und das ist ein toller Stoff, die Sonnenallee, auf die ich mich eigentlich sehr, sehr freue. Und wir haben mit der Freiluftvariante hier auf der Ortenburg natürlich auch eine Gelegenheit, das umzusetzen. Wir haben viel Platz, wir können auch Autos fahren lassen, die ja zu dieser Zeit mit dazugehören, mit zu dieser Historizität, die das auch mit erzeugen muss. Wir haben 30 Jahre Wende nächstes Jahr und da passt das gut rein, der Stoff. Herr Ilmer, wir können ja noch über vieles reden, ja. Zum Beispiel über das Begleitprogramm, über die Burgfilmnächte. Nicht alles passt in die Sendezeit, trotzdem vielen Dank für das Gespräch. Sie haben ja eine schicke neue Homepage. Ja, www.theater-bautzen.de. Dort gibt es alle wichtigen Informationen zum Bautzner Theatersommer, dem 23. Vielen Dank. Ist ja gut, kleine Asta. Heute Abend lässt die Hitze nach. Wahrscheinlich. Was hat Klein Kjell denn? Ihm ist auch heiß, du Idiot. Na, 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 nicht weinen, mein Kleiner. In 13 Jahren hast du dich an die Temperatur gewöhnt. Komm, Ulla, wir stillen die Babys besser drin. Im Schatten. Nicht gut. Das kannst du laut sagen.